Dieses Mal habe ich vor, euch eine Idee für einen Gräserkranz zu zeigen. Ja, und als Basis verwende ich jetzt gleich diesen 30 cm großen Strohkranz. In den letzten Tagen hatte ich jetzt auch reichlich Wiesengräser gesammelt. Stellenweise sind sie schon am Eintrocknen, aber das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. So, und ich habe jetzt hier ein Bündel am Start und mache jetzt mal daraus einen Knoten, beziehungsweise ich forme mir mal einen Knoten zurecht oder binde mir einen Knoten, wie auch immer. Und diese Knoten werden jetzt gleich mit Haften, einige kennen die auch unter dem Namen U-Haken, befestigt werden. Stellenweise werde ich aber höchstwahrscheinlich auch noch mit diesen Efeu-Nadeln arbeiten. Kommt immer darauf an, ja, wie gut ich da letzten Endes hindurchstechen kann. Dieses hier, das stecke ich jetzt hier mal in die Mitte hier durch von meinem Knoten. Überschüssiges Material könnt ihr aber auch immer noch im Laufe des Prozesses auch einfach dann stellenweise abschneiden. So, ziehe das Ganze jetzt hier mal gut stramm. Den verwursteln wir hier noch ein bisschen. Das hier können wir auch noch etwas verwursteln. Hier so hineinstopfen, ne? Je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Nehmen wir eine Hafte, Krampe oder eine Efeu-Nadel? Naja, so rum. Das wird jetzt hier jedenfalls ganz entspannt an meinem Strohkranz festgesteckt werden. Ja, und das mache ich jetzt so lange, bis der gesamte Kranz halt mit den Gräsern bedeckt ist. Das dauert natürlich eine Weile, bis man damit fertig ist. Von daher habe ich jetzt auch nur einen 30 cm großen Strohkranz verwendet und nicht einen 40 cm großen Strohkranz. Das ist dann wirklich eine Menge Arbeit. Man kann natürlich auch einen 20 cm großen Strohkranz verwenden, je nachdem, wie groß ihr das Projekt später haben möchtet. Und was ich noch erzählen wollte, hatte ich eigentlich vergangene Weihnachten vorgehabt. Irgendwie bin ich aber beim besten Willen nicht dazu gekommen. Wenn man jetzt zu viel von diesen Knoten nachher haben sollte, die könnt ihr aufheben und dann wiederum als Weihnachtsdekoration verwenden. Ich muss mal schauen, ob ich das dieses Jahr hinbekommen werde. Andererseits, was ich jetzt auch machen könnte, ich dekoriere den hier wieder ab, lege die getrockneten Knoten beiseite und dann kann ich das ja letzten Endes wieder für Weihnachten benutzen. Beim Strohkranz auch jetzt auch immer darauf achten, dass ihr die Außenseite und auch die Innenseite bedeckt habt nachher. Das sähe sonst ein bisschen unschön aus, wenn man diesen Strohkranz letzten Endes später noch sehen könnte. Ja, und ich denke, ich werde jetzt auch mal ein bisschen auf Zeitraffer gehen. Hier könnt ihr sehen, das ist richtig frisch gesammeltes Gras von heute noch. Aber ich hatte jetzt gestern gesammelt, vorgestern gesammelt und davor auch. Also man kann das dann wirklich auch erstmal beiseite legen. Ist nicht so schlimm, wenn ihr das auch nicht sofort direkt alles einarbeiten könnt oder verwenden könnt. Oder wenn ihr halt auch noch letzten Endes Zeit benötigt, das Gras zu sammeln. Ey, ich und meine Sprachstörung heute. Aber mein Hund Imelda ist ja auch in der Werkstatt. Und ich glaube, hier naht ein Gewitter. Irgendwie ist das hier schon so ganz komisch draußen. Meinen Gräserkranz habe ich jetzt fast soweit fertig. Das Einzigste, was ich jetzt noch machen werde, das bleibt jetzt aber hier wirklich jedem selbst überlassen. Ich werde hier dieses überschüssige Material noch abschneiden bzw. stellenweise abzupfen. Ja, und wenn euch hier so Gräserpusche zu sehr hervorschauen sollten, so rum, dann einfach nochmal mit einer Efeu-Nadel oder halt mit einer Krampe befestigen. Ne, wie gesagt, ich werde das jetzt hier noch ein bisschen zurechtstutzen. Weil mir persönlich ist der jetzt noch ein Tacken zu strubbelig. Ist aber jetzt halt nur ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Die Puschel mache ich natürlich nachher nicht ab. Und dann, wie gesagt, einfach mal abzupfen oder halt abschneiden, je nachdem, wie ihr besser zurechtkommt. Und ja. Mittlerweile habe ich meinen Gräserkranz schon mal auf so einem Teller platziert
weil in die Mitte kommt gleich noch ein Glas hinein und in das Glas wiederum eine Kerze. Ja, und der Kranz wird jetzt noch etwas weiter dekoriert werden, und zwar mit diesen verschiedenen Wiesengräsern. Das hier ist zum Beispiel eine Kornblume, das hier stammt vom Klee und das hier müsste auch von einem Klee stammen. Ja, und diese Wiesenblumen, die stecke ich jetzt hier gleich einfach nur in den Kranz hinein. Und dann habe ich auch noch ein paar Schneckenhäuser am Start. Die werden dann einfach mit der Heißklebepistole befestigt werden. Zum Glück hat das jetzt hier endlich mal angefangen zu regnen. Ich vermute, im Video hört ihr jetzt wahrscheinlich auch so ein komisches Geräusch. Ja, jedenfalls habe ich jetzt meinen Gräserkranz auch soweit fertig gestaltet. Noch mehr Material werde ich jetzt nicht einarbeiten. Ja, und im Laufe der Zeit wird das Ganze natürlich auch eintrocknen. Aber ich persönlich finde, das sieht dann auch noch richtig schön aus. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch noch mal in der Videobeschreibung. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!